Die Queen hat königliche Routine. 12 Premierminister und 3 Premierministerinnen hat Elisabeth II. Inzwischen ernannt. Wir wissen nicht ganz genau, ob Boris Johnson irgendwann doch noch mal ein zweites Mal vorbeikommt, aber heute war erst mal Liz Truss dran. Ein Handkuss für die Königin und schon ist es vollbracht. Doch der Besuch bei Hofe wird Truss wohl für lange Zeit als einer der angenehmeren Termine in Erinnerung bleiben. Denn anders als die Queen kann sie sich nicht sicher sein, von allen gemocht zu werden im Königreich. Außerhalb der Schlossmauern wartet ein Berg von Problemen. Sven Lohmann berichtet. Den Käse müsse sie noch weglegen, dann wolle sie erzählen. Rund um die Regale hier läuft eine Kühlung, damit der Käse nicht verdirbt. Wie viele kleine Unternehmer, erzählt Patricia Michelson, fühle sie sich gerade wie in einem schlechten Traum. Bei den steigenden Energiepreisen. Die Kosten geraten außer Kontrolle. Wir brauchen viel Strom, um die Lebensmittel kühl zu halten, auch für die Produktion und das Licht. Heute habe ich gerade wieder einen Brief bekommen. Sie wollen den Preis nochmal verdoppeln. Ihre Kunden haben zu Hause das gleiche Problem. Und dann ist da ja noch die Inflation, die demnächst auf 18% ansteigen könnte. Großbritannien trifft es hart, weil die dienstleistungsgeprägte Wirtschaft sehr davon abhängig ist, dass die Briten ständig konsumieren. Die Leute kommen nicht mehr so häufig vorbei. Und sie kaufen weniger. Früher haben sie zum Beispiel Käse für eine Woche gekauft, jetzt nur noch für wenige Tage. Die Queen wird solche Probleme persönlich nicht haben, aber sicherlich eins, wenn die Briten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Liz Truss hat nun den Job, die Wirtschaftskrise zu bewältigen. Die neue Premierministerin hat während ihrer Kampagne lange so getan, als würden Steuersenkungen ausreichen, um der britischen Bevölkerung zu helfen. Hilfszahlungen waren ihr zuwider, wie Mücken im Schlafzimmer. Mittlerweile denkt sie um. Noch in dieser Woche werde ich mich um die Energierechnungen kümmern und wie wir die Versorgung verbessern. Liz Truss ist vielen Briten noch ein Rätsel, weil sie gerne ihre Meinung ändert. In jungen Jahren bei den Liberalen, dann plötzlich konservativ. Erst völlig gegen den Brexit, später leidenschaftlich dafür. Erst komplett gegen jedwede Hilfe. Nun überlegt sie wohl, ein umgerechnet 100 Milliarden Euro Paket zu schnüren. Patricia verfolgt ungeduldig alle Nachrichten, weiß aber immer noch nicht, wie es mit ihren Energierechnungen weitergeht. Sie könne nur hoffen. Wie viele Briten ist sie unsicher, ob Liz Truss die richtige ist, Großbritannien aus der Krise zu führen.